Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Realtalk-Video hier auf meinem Kanal nach langer, langer Zeit mal wieder, Leute. Ich versuche mich kurz zu halten, ihr wisst, dass wir aus meinen Fehlern gelernt haben. Ich will nur sagen, zu FIFA 21, Leute, wird es ein Comeback geben von mir. Ich habe wieder Bock auf FIFA, ich will wieder freshe FIFA-Videos für euch machen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock darauf. Passend dazu habe ich noch ein kleines Gewinnspiel für euch. FIFA 21 Gewinnspiel von meinem Sponsor Kinguin. Link ist in der Beschreibung, klickt gerne mal auf den Link. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen, da kriegt ihr dann noch alle weiteren Informationen. Teilnahmebedingungen, ihr müsst meinen Kanal abonniert haben, Glocke aktivieren, das Video hier liken, Daumen nach oben geben und in die Kommentare unter diesem Video Hashtag FIFA 21 schreiben. Zwei von euch haben dann die Chance, FIFA 21 zu gewinnen. Also wer Bock hat, macht mit. Link zu meinem Sponsor ist unten in der Videobeschreibung. Direkt mal hier bei euch mit dem Gewinnspiel eingeschleimt. So muss das laufen, ja. Nee, ich will mich auf jeden Fall entschuldigen für das, was jetzt in der Vergangenheit online gekommen ist. Ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern, Leute. Ist halt so passiert. Ich kann nur daraus lernen und das Ganze in Zukunft besser machen. Ich will zu FIFA 21 wieder freshe Videos für euch bringen. Ich habe jetzt FIFA 20 fast gar nicht gezockt, ja. Die FIFA 21 Trailer sahen geil aus. War zu Beginn von FIFA 20 genauso, ja. Dann habe ich am ersten Tag für 500 Euro Packs gezogen oder so. Habe einen Walkout gezogen, da war FIFA für mich schon wieder Ende. Ja, das war die längste Karriere aller Zeiten. An dem Tag angefangen zu spielen, an dem Tag entschieden, ich höre wieder auf mit FIFA 20. Dann jetzt fast ein Jahr gar nicht gezockt, weil ich keinen Bock hatte, ja. Und ich muss sagen, ich vermisse ein bisschen die Zeit in FIFA, ja. Ich habe es früher gefeiert. Natürlich hat FIFA dazu einen großen Teil zu beigetragen. Ich aber natürlich auch selber, dass es nicht mehr das ist, was mal früher ist. So wie früher wird es auf jeden Fall hundertprozentig niemals mehr werden. Das ist auch ganz klar, ob FIFA oder meine Videos. Ist halt einfach so, ja, weil es ist halt Vergangenheit. Man kann es nicht mehr genauso machen. Aber ich versuche das bestmöglich jetzt auf jeden Fall in Zukunft draus zu machen. Und ich hoffe, ihr habt Bock, Leute. Einige fragen sich jetzt, warum hast du denn überhaupt das so und so gemacht in der letzten Zeit? Wie gesagt, ich hatte keinen Bock auf FIFA, dazu kam, ich hatte auch ehrlich gesagt keinen Bock auf YouTube. Ich denke mal, das hat man gemerkt, warum wir jetzt nicht drüber labern. Es war halt so, ich habe viel Scheiße gebaut auf YouTube, gar keine Frage, habe ich schon oft gesagt, habe mich für viele oder für die meisten Sachen auch entschuldigt. Es war aber auch so, oder so hatte ich das Gefühl, da kann ich jetzt auch wieder falsch denken, aber das war mein Gefühl einfach. Bei allem quasi, was ich gemacht habe, alles schlecht geredet wurde, ja, wie gesagt, ich habe viel Scheiße gebaut, aber es waren bestimmt auch einige positive Sachen dabei, die dann allerdings auch schlecht geredet wurden, ja, also im Endeffekt war dann alles kacke, was ich gemacht habe, und ihr wisst vielleicht selber, wie es ist bei euch, ob Schule oder wo auch immer her, von der Arbeit, wenn immer alles schlecht geredet wird, was man selber macht, irgendwann hat man dann einfach keinen Bock mehr und dann sagt man einfach wirklich, ich scheiß einfach darauf, ja, ich mache einfach jetzt noch so einfach nebenbei ein bisschen, um ehrlich gesagt einfach nebenbei noch ein bisschen Cash zu machen, ist halt so gewesen, ja, brauchen wir nicht drüber reden, trotzdem, es war immer noch so ein Funken Rest Bock, sage ich jetzt einfach mal, aber es ging natürlich auch darum, immer noch nebenbei ein bisschen Geld zu machen, ganz klar, aber drauf geschissen, einfach irgendwie hingekackt, ja, so, und klar, so gibt das nichts auf Dauer, ist ja auch ganz normal, ja. Traurig finde ich heute einfach, dass die Vergangenheit sozusagen komplett vergessen wird, ja. Ich habe bestimmt auch viele, viele sehr, sehr geile Videos für euch gemacht, womit ich den einen oder anderen hoffentlich auch immer auch schön unterhalten konnte. Diese Zeit ist einfach komplett vergessen so, ja. Die Vergangenheit ist halt, es ist halt im Internet so, dass halt im echten Leben so, du machst 1000 geile Videos, du machst ein schlechtes Video, du machst vielleicht 1000 geile Videos, machst auch 1000 schlechte Videos. Im Endeffekt wird sich nur an die schlechten Sachen erinnern und nicht an die positiven. Das fand ich einfach irgendwann so traurig, dass ich gesagt habe, ohne Scheiß, scheiß einfach drauf, Alter. Ihr könnt mich alle mal, so, ich habe keinen Bock mehr darauf, ja. Ich mache einfach nur noch so nebenbei mit dem halben Arsch, so. Natürlich, dumm ist auch, im Endeffekt tut es mir auch leid für die Leute, die immer noch die Videos gefeiert haben, weil es gibt immer noch welche, die sich auf Videos gefreut haben, die Videos immer noch gefeiert haben, ja, da tut es mir wirklich sehr, sehr leid. Und wie gesagt, ich kann das Ganze jetzt nur versuchen, in Zukunft besser zu machen. Ich hoffe, ihr gebt mir noch diese 3-milliardenste Chance, ja. Es wird wahrscheinlich in Zukunft, ich werde wahrscheinlich auch noch viele, viele weitere Fehler machen, ja. So ist es halt einfach. Ist normal, jeder Mensch macht irgendwelche Fehler. Manche machen mehr, manche machen weniger, ist halt so. Ja, man kann es nur besser machen dann in der Zukunft, Leute. Ihr seht auch, wie schnell das Ganze geht. Am besten Beispiel jetzt Gamer Brother, TC, Crew Livestream, der FIFA 21 Livestream Prank. Ihr seht, wie schnell das einfach geht, Alter. In dem Moment sind die geilsten der Welt. 3 Minuten später schreibt jeder die dreckigsten Kommentare überhaupt, ja. Und so schnell hat sich das Blatt in 3 Minuten gewendet, ja. So von da nach da in 3 Minuten. Das ist halt auch einfach traurig, so war es bei mir auch teilweise, ja. Klar, wie gesagt, ich habe viel Scheiße gebaut, aber wie gesagt, es wurde dann irgendwann alles schlecht geredet. Dann kamen irgendwelche Leute wie KuchenTV, Montana Black, die irgendwelche Videos darüber gemacht haben, obwohl gar nichts damit zu tun hatten eigentlich, ja. Dann natürlich die ganze FIFA-Szene, und dann war es halt auch oft das Problem, wie gesagt, ich stand halt immer so alleine da. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn jetzt zum Beispiel Gamer Brother alleine gewesen wäre.
oder vielleicht schon in einer schlechteren Ausgangssituation gewesen wäre, wie es zum Beispiel bei mir der Fall war, ja, wofür ich selber verantwortlich war, gar keine Frage, ja, aber dann kann das Ganze auch ganz anders laufen, dann machen auf einmal wie bei mir alle FIFA-YouTuber darüber Videos, dann macht auf einmal jeder darüber ein Video, selbst die Leute, die gar nichts damit zu tun haben, ja, und dann stehst du alleine gegen alle und ihr wisst selber, wie es ist, du kannst dann nichts machen, egal was du sagst, es ist eh alles falsch. Wie gesagt, viele Informationen waren auch richtig, die so gesagt wurden. Es waren aber auch viele Informationen einfach komplett falsch, die einfach so dargestellt wurden und dann einfach für richtig gehalten wurden von den Leuten. Und wenn ich dann sage, das ist falsch, Digga, ist halt so. Glaubt dann halt eh keiner. Wie gesagt, bin ich auch selber für verantwortlich, dass man dann irgendwann die Sachen vielleicht nicht mehr glaubt und so weiter und so fort. Aber ihr wisst es selber. Wenn man alleine dasteht gegen so eine Masse, kann man nichts machen. Wenn Gamer Brother das Ganze jetzt alleine gemacht hätte, hätte das auch wieder ganz anders aussehen können. Oder deswegen... Ich will aber, wie gesagt, ich will auch über diese ganze Sache gar nicht urteilen, weil ich habe gar nicht das Recht dazu, ich habe so viel Scheiße gebaut, ich habe gar nicht das Recht dazu, irgendwie dazu irgendwas zu urteilen. Ich bin auch kein Meinungsblogger wie KuchenTV oder Montana Black, mehr oder weniger auf seinem Zweitkanal ist da sowas wie Meinungsblogger-Kanal, wo dann immer über irgendwelche Leute irgendwas erzählt wird, wo natürlich auch viel Wahres dabei ist, aber oft geht es ja einfach darum, sich besser darzustellen, die eigenen Fehler irgendwie in den Hintergrund zu drängen und so weiter und so fort. So, ich bin kein Meinungsblogger, ich halte davon generell nichts, Alter. Jeder soll auf YouTube machen, was er will. Ich lasse jeden machen, was er will. Wenn jemand irgendwas über mich sagt, dann melde ich mich dazu natürlich. Aber sonst lasse ich jeden machen, was er will, Alter. Gar keine Frage. So, weil so soll es auch auf YouTube sein, ja. Ich will auf jeden Fall in Zukunft wieder ein bis zwei freshe Videos für euch am Tag bringen. Livestreams, dann eventuell auch wieder zu FIFA 21. Jetzt zu FIFA 20 wird erstmal ein Video kommen um 18 Uhr täglich. FIFA 21 dann wieder zwei wahrscheinlich, wenn wieder mehr Sachen zu spielen sind. Um 12 und um 18 Uhr. Könnt euch gerne schon mal vormerken. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich hoffe, ihr gebt mir noch die 3 Milliardenste Chance. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja? Oder guckt euch das Ganze an. Wenn es euch gefällt, gefällt es euch. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich muss, wie gesagt, ich muss auch ehrlich dazu sagen, ein Teil war auch da, oder ich war auch, wie gesagt, was heißt, natürlich war ich daran komplett selber schuld. Ich habe einfach zu viele FIFA-Videos auch schon in meinem Leben gemacht, ja. Ich habe auch zu FIFA 17, zu FIFA 18, ich habe mindestens immer 2-3 Videos am Tag gemacht, weil ich mich auch immer irgendwie verpflichtet habe, euch viel Videos, viel Content zu liefern, damit ihr viele Videos habt. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich das Ganze hauptberuflich mache, will ich euch auch viel bieten. Und natürlich ging es auch darum, klar, mehr Geld zu verdienen ist ganz normal. Wenn man das hauptberuflich macht, entwickelt man irgendwann, ist halt immer so, natürlich Klickgeilheit und auch Geldgeilheit. Vielleicht bei einigen nicht so. Bei mir war es aber so, ist ganz, kann ich so sagen, ja. Und bei vielen ist es, denke ich mal, auch so, weil man das Ganze einfach hauptberuflich macht und immer weiß, Digga, ich muss damit mein Geld verdienen. Deswegen, ich studiere jetzt auch wieder nebenbei, ja. Das heißt, ich mache das Ganze neben dem Studium, um vielleicht so den Druck ein bisschen rauszunehmen, ja. So, ich muss ganz ehrlich sagen, geilste YouTube-Zeit war für mich in der Schule. Ja? Schulzeit war für mich geilste YouTube-Zeit. Ich habe einfach das Ganze nebenbei gemacht. Da ging es nicht um Klicks, um Geld verdienen oder was auch immer. Ich hatte einfach Bock, Leidenschaft und so weiter und so fort. Und dann, ab dem Zeitpunkt, wo ich es hauptberuflich gemacht habe, ging es dann um Klicks, es ging um Geld verdienen, ja, weil es der Job war. Und dann trifft man falsche Entscheidungen, macht Neymar, Fake-Packs und so weiter und so fort, noch ganz viele andere Sachen oder was auch immer, um irgendwie Klicks zu machen, um Geld damit zu verdienen, ja. Diesen Druck will ich ein bisschen rausnehmen, wenn ich jetzt nebenbei studiere. Ich mache das Ganze wieder nebenbei. Ich versuche dadurch wieder so ein bisschen die Leidenschaft, Spaß zurückzuholen. Ich hoffe, das Ganze wird klappen. Die Musik werde ich weiter noch machen auf meinem Zweitkanal, weil ich einfach Bock darauf habe. Wem es gefällt, gefällt es. Wem es nicht gefällt, gefällt es nicht. Ich habe Bock darauf. Und wie ich es immer sage, Leute, macht das, worauf ihr Bock habt, ja. Und wenn ein paar Leute sagen, ist kacke, egal, macht weiter, solange ihr Bock drauf habt, macht einfach weiter, Leute, ja. Checkt also noch gerne meine Songs aus, auf Spotify werden die auch weiterkommen, Till FIFA Gaming heiße ich auf Spotify oder auf meinem Zweitkanal, Hit Factory, ihr wisst es, kommen auch die Songs weiter online, solange wie ich Bock habe, das Ganze zu machen, wird es das Ganze geben. Und ich hoffe, ihr seid dabei, Leute, ich hoffe, ihr habt Bock. Schreibt gerne auch in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt für FIFA 21, was für Projekte, was für Videos und gerne auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht wollt ihr noch andere Themen sehen, ja? Vielleicht sollen wir noch irgendwelche Real Talk Videos hier machen, irgendwas besprechen. Wir haben jetzt bis FIFA 20 noch ein bisschen Zeit, bis FIFA 21, sorry, können wir vielleicht noch ein paar Real Talk Videos machen, wenn ihr noch irgendwas Wichtiges wissen wollt, ja, schreibt rein. Ich glaube, ich habe alles gesagt, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ich glaube, das war soweit alles, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Checkt noch das FIFA 21 Gewinnspiel aus. Ihr wisst es, Video liken, abonnieren, Glocke aktivieren, in die Kommentare Hashtag FIFA 21 schreiben und bei meinem Sponsor Kinguin vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Meldet euch an, nehmt am Gewinnspiel teil. Easy.